Möchte ich euch den einfachsten Knoten aller Anglerknoten zeigen, die sogenannte Achtschlaufe. Die Achtschlaufe benötigt ihr, wenn ihr vielleicht selber Hacken binden solltet, um eine Befestigung am Karabiner und Wirbel zu bekommen. Die Achtschlaufe hat eine Knotenfestigkeit von 75% der Schnur, wird verwendet bei monofilen Schnüren, aber auch bei geflochtenen Schnüren. Ihr nehmt einfach das Vorfach, doppelt und bindet eine ganz normale herkömmliche Acht hinein. Dann fahrt ihr mit der Spitze hier durch. Und schon habt ihr mehr oder weniger eine Schlaufe zum Befestigen am Karabiner. Wenn ihr einen zweiten Knoten auf diese Schlaufe bindet, dann erhöht ihr die Knotenfestigkeit eurer Schnur um 10% auf 85%. Ideal ist dieser Knoten, um schnell Hackenösen, Vorfächer, Wirbel zu befestigen. Gebunden ist der Knoten relativ in kurzer Zeit. Jetzt kann ich rechts und links an der Schnur ziehen und ihr werdet merken, er löst sich nicht.